Viel. Ich bin ja kein Mann von großen Worten. Ich fange einfach gleich direkt mal an. So, mir ist aufgefallen, das Spiel, also ich habe mir jetzt das Wort von gestern mal angesehen. Und meiner Meinung nach ist das Spiel ein Stückchen zu laut. In der Kampfmusik und so weiter. Deswegen werde ich jetzt die Hintergrundmusik runterdrehen. Auf ungefähr so. Umgebungsgeräusche, bla bla bla, Stimmen, Systemtöne, das passt schon so. Hintergrundmusik soll leiser sein. So, dann hauen wir uns in die Ingame-Szene rein. So, let's go. Was steht heute an? Heute steht an, dass absolut keiner online ist, offenbar. Well, alright then. Dann würde ich sagen, wir haben die Möglichkeit zum Leveln. Stufensteigerung, komm, das ist gerade zufällig auf Heiler, da mache ich jetzt einfach mal mit. Gleich zum Anfang des Streams ein bisschen krassen Content, nur auf meinem Channel. Jo. Genau. Gut. Oh, das ist sogar eine Pseudo-High-Level-Instanz, oder? Jo. Die kennen wir schon. Das ist voll, ja, Brüllvox Langrast. Genau. Da haben wir schon mal drin, da habe ich zumindest schon mal Regen. Na, habe ich nicht. Weil ich Level 4 und... Come the F on, man. Achso, ich wollte eigentlich auch noch. Der pullt hier schon mal direkt, der DD, ganz fleißig. Wie ein kleiner, fleißiger DD. Ich hau hier mal einen AOE-Heal raus, während ich kurz aus dem Spiel raustapp und wieder reintapp, weil ich Angst habe, dass jeder verreckt und wieder raustapp, weil ich was machen will. Und zwar wollte ich meinen Text kopieren. So. Genau so wollte ich das. Ausgezeichnet. Jo. So, also der Plan ist jetzt mal für heute, wir machen die Stufensteigerungsinhalte. Danach werde ich vermutlich ein 50, 60, 70 Dungeon, Random Dungeon machen. Und danach geht es weiter mit der Story Quest. Und ich hoffe, ich beende die schneller als A Realm Reborn so grundsätzlich gedauert hat. Das ist jetzt so. Meine Hoffnung. Weil ich hab Bock auf End-Content. Was ist denn heute eigentlich kein Mensch on, sag mal? Hier sind... Tatsächlich. Ja doch, einer. Und diese... Oh Gott, oh lol, ja. Zwei sind on, die gerade eigentlich Final Fantasy spielen könnten im Discord, aber sie sind einfach nicht im Spiel. Das empfinde ich persönlich als absoluten Hochverrat. Oh, die sind alle gesilenced. Das ist jetzt sind sie nicht mehr gesilenced. Das ging ja fix. Da wird es sich ja gar nicht lohnen, Medica zu casten. Langsam gewöhne ich mich ein mit diesem Zeilenwechsel hier. Zwischen Schaden und Heilung zu wechseln. Gefällt mir ganz gut. Ist noch ein Stückchen gewöhnungsbedürftig, aber... ist ganz nice. Hier hat jeder und alles Argrund oder Tank nicht, oder wie? So, dann hauen wir mal hier einen AOE rein, damit jeder wieder halbwegs stabil ist. Und wow, der hat gerade ordentlich Debuffs drauf, Kollege. Was, oh Gott, was passiert mit dir? So, ich glaube, der letzte. Nee, der hält sogar relativ lang, das Gift. Bin überrascht. Und wenn ich wieder Voice Mod anhaben sollte, ohne es zu merken, verratet mir das bitte. Ich habe heute das Wort angesehen von gestern. Queen of Spades, grüß dich und du hast sogar den Emote benutzt. Krass. Den werde ich aber, denke ich, noch austauschen, weil meine Freundin hat Einspruch erhoben. Das hat nämlich ein Viewer von mir eben mal gebastelt. Und meine Freundin hat den Einspruch darauf erhoben, die will das selbst machen. Insofern wird das Ding ausgetauscht werden. Ich hab gleich Argo, Kollege.
Ich habe mir so vorgestellt, vielleicht einen kleinen Hamster. Weil die hat echt gute Hamsterzeichnungen. Liegen die noch hier? Nee, sieht gerade nicht so aus. Aber sie hat echt schöne Hamsterzeichnungen gemacht. Und da habe ich mir so vorgestellt, einen kleinen Hamster, der sich selbst putzt und Hi sagt. Wird mir gefallen. Das generelle Problem ist, ich will ja eigentlich auch mein Logo vermutlich mal austauschen. Und dann sollten die Emotes auch schon zum Logo passen, thematisch. Aber ich bin mir noch so unschlüssig. Ich weiß nicht so richtig, was ich da jetzt machen will. Na, wie geht's dir eigentlich, Queen of Spades? Oder ich sage jetzt einfach mal Queen. Das ist kürzer. So nenne ich dich hier eigentlich auch. Jetzt habe ich dich schon länger nicht mehr gesehen. Sowas. Was treibst du so? Was macht das Familienleben? Ah, da ist eine Schatztruhe. Lol. Ich war hier schon drin, aber mir kommt es so vor, als wäre ich hier noch nicht drin gewesen. Das ist ein eigenartiges Gefühl. Und die Tanks kassieren aber auch ganz schön hier heute. Oder der Tank, ich hatte nur einen bis jetzt. Hirotos, wo bist du, wenn wir dich brauchten? Oder Ryu? Oder Tetra? Somebody. Lassen mich hier alle alleine. Ganz allein lassen sie mich beim Leveln. Schrecklich. Unzumutbar. Ich bin entrüstet. So, die 50er, das 50er Dungeon wird ein kleines bisschen interessanter. Hoffe ich zumindest. Außer es ist wieder jeder maßlos overequipped. Dann natürlich nicht. Oh, da ist ein Ad. Das will ich nicht an der Backe haben. Tank, would you kindly? Aber ich könnte es eigentlich... Weißt du was? Hier? Auf, nee, auf E. Wum! Sleep! Ha! Ja, oder auch nicht. Hat der Tank wieder rausgeholt, ne? Warum? Weil er es kann. Ich würde ihn eigentlich zerzählen. Wollen. Wenn jetzt noch einer spawnt, dann mache ich das. Dann zerzähle ich ihn. Wie ein richtig krasser Typ. Wie so ein High-Level-Spieler mache ich das dann. Kann ich ein bisschen Skill simulieren? Könnt ihr jetzt noch einen Mob spawnen, bitte? Er spawnt einfach keiner. Oder? 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 Komm. Komm, einer noch. Das sind aber auch ziemlich schlechte equipped Leute, oder? Kann das sein? Ja, das sind alle ziemlich low-level sogar. Ist das die erste Klasse von den Leuten? Nee. Ich bin immer noch der größte Noob hier. Aber trotzdem kassieren sie ordentlich hier. Ein komischer Stecken und Beine. Jo. So. Ah doch, jetzt an den Teil erinnere ich mich hier. Der ist mir bekannt. Und ich habe Agro. Uncool. Hirotos, komm her, mach Tank. Das ist ja Wahnsinn, das hält ja so kein Mensch aus. Ich vermisse dich. Oh, da sollte man raus eventuell. Ich habe mir das heute auch ein bisschen mit den Dungeons erklären lassen, oder den Raids, wie das dann so funktioniert auf dem Maximallevel. Und hört sich eigentlich ganz cool an. Ich bin auch ziemlich begeistert davon, dass die Raids nur Achtergruppen sind. Das heißt, es ist alles ein bisschen weniger Organisationsaufwand.
So, mein gratis Vitra. Oh Gott, der braucht mehrere Vitras hier, der Kollege. Wieso kassiert denn der so krass? Sag mal, was ist das für ein Debuff? Ja, erhöht Magieverwundbarkeit. Was zu trinken wäre eigentlich auch noch ganz nice. Ich habe mir jetzt nichts zu trinken hergerichtet. Das ist ein gravierender Fehler. Und trifft mich das? Nee. Ist das sicher der schnellste Weg? Mir kommt das gerade so langsam vor hier. Ich bin doch Schnelleres gewohnt. Das bekommt ja jeder. Oder geht der Tank einfach aus nichts raus und bekommt deswegen so viel Schaden? Also ich meine, er bekommt da nicht unheilbar viele, er bekommt nur interessanterweise merklich mehr als andere Tanks. Das ist schon ein spürbarer Unterschied. So, geht's da bitte raus? Dankeschön. Hat funktioniert. Ich bin begeistert. Top DD ist am Start. Das ist... Was war das? Habe ich da jetzt irgendwas verpennt? Maxiles, grüß dich selbst. Hallo, wie geht's dir? Ich nehme an, du hast es immer noch nicht geschafft, in Final Fantasy reinzukommen, oder? Auf den Server. Es wird ja mittlerweile fast ein Wundergrenz. Komm, machen wir mal ein bisschen DPS hier. Mit dem Cooldown. Damit da was weitergeht. Alles gut, sind eben erst Time. Ich bin auch gerade erst zumindest in meine Wohnung reingekommen. Hat gerade eine Diskussion bezüglich Mietpreisen. Hier. In unserem... Etablissement. Und da kommt einfach ein random Drache runter. Grüß dich, ich hab Agro. Leute. Uncool. Ich hab gratis Vitra am Start. Yo. Ich wünschte, ich hätte meinen Hot. Na, wie sieht's aus, Maxi? Versuchst du jetzt mal direkt hier? Okay, wir waren jetzt noch im DZ, bisschen Shop. Was? DZ? Datenzentrum! Welches Datenzentrum? Nee. DZ kenne ich, sagt mir jetzt gar nichts. Nehme an, du hast das noch nicht probiert, oder? Jetzt hätte ich fast die Nachricht von meinem Bot vorgelesen. Das wäre auch wieder ein Meisterstreich gewesen von mir. Start es gerade. Okay, sind wir gespannt, ob es diesmal hinhaut. Wenn es diesmal hinhaut, kannst du direkt mal deinen Ingame-Namen sagen, dann kann ich dich gleich adden. Wow, der bekommt echt auf... Er bekommt, um hier keine Schimpfwörter oder unangebrachten Begriffe zu nennen oder benutzen, der bekommt. So richtig. Benutzt er irgendwie irgend sowas wie Cooldowns auch für Damage Mitigation oder YOLOt der gerade einfach nur irgendwie rum? Wahrscheinlich YOLOt der einfach nur irgendwie rum, ne? Warum frage ich eigentlich? Ich pull den jetzt. Let's go! Und mein Sanctus, also mein Holy habe ich auch nicht. Was? Der wird
gerade so richtig... Genau, das kann ich nämlich jetzt auch so machen, pass auf. Der wird gerade so richtig... So richtig. Ich hoffe, das hat man jetzt über den Piepton nicht gehört. Weil ich habe wirklich gesprochen. Ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass es... dass das funktioniert. Also... Gib mir kurz Bescheid, hat es funktioniert. So, let's go. Oh je. Jetzt ist mein erster Cast ein Instant-Cast. Das war jetzt nicht die Absicht. Aber jo, gibt Schlimmeres. Wir haben jetzt deutlich weniger DPS, als ich normalerweise gewohnt bin. Deswegen könnte der Boss jetzt da tatsächlich interessant werden. Nennen wir es mal interessant. Weil da ist wirklich ein kleiner DPS-Check, der Boss. Geht es nämlich darum, dass man hier... der verteilt Giftflächen. Und die Giftflächen muss man ziemlich intelligent verteilen. Ich stelle mich mal genau aus dem Grund hier in den rein. Weil sonst irgendwann die ganze Plattform zu ist mit Gift. Und man kommt zu nichts. Also man kann sich nicht mehr bewegen und bekommt überall Schaden. Und das ist halt ziemlich uncool. Und ich benutze hier mal einen kleinen Cooldown, um ein bisschen mehr Schaden auf den Boss zu bekommen. So, da kommt auch die Giftfläche, ne? Genau. So, erstmal Dispellen, jetzt ein AOE-Heal zum Hochhealen. Dann vielleicht noch kurz einen Tank einen mitgeben, damit er auch schön getoppt ist. Und dann geht's weiter mit DPS. Hier bleibt nämlich diese Giftfläche liegen, ne? Und da kann man sich eventuell denken, die ist nicht ganz so cool. Auf Dauer. Und hier auch, die bleiben liegen. Ne? Also, ist ein kleines DPS-Race hier. Weil irgendwann ist die ganze Fläche voll. Und dann hast du halt die A-Karte. Aber das sollte eventuell weggehen. Sehr brav. Ah, da kommt die nächste Giftfläche. Jo. Sehr schön. Und wir haben die Agenda auch gleich abgeschlossen. Das war jetzt ein ordentlicher EP-Boost mit dem Zufallsdungeon. Das Dungeon selbst, Zufallsdungeon-Bonus, Heal-Bonus und Agenda-Bonus. Also das hat jetzt, glaube ich, ganz gut gedrückt so. Was die EP angeht. Okay. So. Okay, das war das erste Dungeon und wir sind direkt Level 58. Perfekt. So, das heißt, Teilnahme aufheben und wir machen jetzt hier Zufallsinhalt. Das ist auch Heiler, perfekt.